So, hallo und herzlich willkommen zu meinem Einsteigerguide für Nioh 2. Ja, ich habe mich vor kurzem dazu entschlossen, erstmal doch kein Let's Play zu Nioh zu machen. Der Grund ist, das Ding ist einfach viel zu groß. Das würde nach einer Weile einfach keine Sau mehr schauen und das ist mir den Aufwand einfach nicht wert. Aber nichtsdestotrotz mache ich einfach dennoch ein Einsteigerguide. Wenn es jetzt die Katze hinabspielt. Das überspringen wir mal. Weil so mancher, ja, der ist vielleicht froh über eine Erleichterung, über eine kleine Einführung in das Spiel und überhaupt und sowieso. Ja. Kurz auf die Uhr schauen. Ja, das schaffen wir. Manch einer, ich überspringe übrigens sämtliche Cutscenes und so weiter, weil das alles nur zeitkostend ist und. Das wollen wir nicht, wir wollen ja eine Einführung eben, wie ich schon gesagt habe, ja. Genau, und das war kurz ein kleiner Porno. Nein, war es nicht. Ja. Weil ich habe gehört, viele haben Schwierigkeiten und werden nicht. Yay! Ja, viele haben Probleme mit Nioh 2, mit dem Gameplay und so weiter und überhaupt. Und da dachte ich mir, ey, da mach ich doch dazu mal was. Ja, machen wir so. Kann die Gesichtsform auswählen. Mal das hier und. ja. I can't wait for the day I get to brush my child's hair. Wird das hier, oder? Oder was anderes? If they're anything like their father, they won't want to sit still for you. Man kann sogar die Haare noch mal extra anpassen, also noch mal einen separaten Pony, das ist schon krass, ne? nehmen wir das hier. Und als Farbe nehmen wir das hier. Ja, ich will jetzt nicht großartig detailliert nochmal da reingehen, weil ist ja nur eine, wie gesagt, ein Einführungsguide. Mehr will ich ja gar nicht machen. Ja. Das soll jetzt auch kein perfekter Run oder irgendwas sein, sondern wie ich schon sagte, mir geht es darum, die Basics zu zeigen. Viele sind auch damit überfordert mit allem und überhaupt. Und da braucht man eigentlich gar nicht sein. Braucht man nicht keine Angst davor haben. So, hier fängt das Spiel an. Gegenstände nehmen wir mit Kreis eben auf. Rennen tut man mit X gedrückt lassen, also ähnlich wie bei Dark Souls, nur die Knöpfe ein bisschen vertauscht. Hier kann man nochmal die Gestalt ändern, also sprich wieder Sarg oder sowas aus Dark Souls eben. Ja, hier kann man dann seine Waffe auswählen. Hier kann man alles in aller Ruhe austesten. Hier gibt es Doppelkatanas, dann ein Nodachi, halt ein Großschwert. Dann das ganz normale Katana, Speer, eine Axt, Tonfas, Doppelbeile. Dann Kusarigama, das ist einfach so eine Sichel mit einer Kette dran. Und das hier ist eine, die Glefe, die eigentlich eine Sense ist, die ich selbst jetzt immer noch nicht so wirklich verstanden habe. Weil ich benutze das Ding nie. Hat es am Anfang mal, konnte es irgendwie nicht zur Sense ausklappen, links liegen lassen. Muss ich mir mal mit befassen, aber ja. Also mein Loadout ist auf jeden Fall. Als Hauptwaffe nehme ich Tonfa. Weil Tonfas sehr schnell sind. Und mit Tonfas kannst du, ihr seht es ja oben, die blaue Leiste ist unsere Lebensleiste. Grüne Leiste ist Ausdauerleiste. Und die lila Leiste ist dann für unsere Specials später. Und als Zweitwaffe nehme ich das hier. Warum? Ist zwar langsam, aber mit einem Nodashi oder Odashi
kannst du einfach sehr viel Schaden machen und das wollen wir. So, dann sind wir schon mal hier, wechseln wir mal wieder die Waffe. Da kann man hier ganz einfach immer durchswitchen, man hat eben zwei Waffen zur Auswahl. Auf Druck von R1, also spielt es auf der PS4, am PC ist natürlich der rechte Button, RB, ja. Und X sind wir jetzt in der tiefen Haltung. Tiefe Haltung verbraucht oben, wie ihr seht, relativ wenig Ausdauer beim Angreifen. Ist sauschnell, macht aber halt weniger Schaden. Dann mittlere Haltung, verbraucht etwas mehr Ausdauer, ist ein bisschen langsamer, macht mehr Schaden. Und die hohe Haltung ist sehr viel langsamer, verbraucht viel Ausdauer, macht aber beträchtlich mehr Schaden. Und man sieht deshalb nicht wuchtige Angriffe. Variiert auch von Waffe zu Waffe. Hier haben wir jetzt die hohe Haltung vom Odashi. Wenn du damit halt einen Gegner triffst, dann, ne? Hier nochmal in der mittleren Pose. Und das niedrige. Und dann kann man die Waffe noch wegstecken, dass man Kreis drückt. Für was ist das gut? Da gibt es Kombos zum Beispiel. Wie, ich sage jetzt mal, mit dem Katana zum Beispiel, kennt diesen klassischen Samurai-Move, wenn du dir das Schwert aus der Scheide ziehst und dann hier eben so einen Slash machst, das ist zum Beispiel so eine Kombos und Kombo-Starter und so weiter. Ich nehme Odashi und Tonfa diesmal. Dann nehmen wir unseren Schutzgeist mit. Da müsst ihr schauen, wie unser Tonfa ist eine mutbasierte Waffe, das steht da links, und unser Odashi eine stärkebasierte Waffe, sprich damit leveln die Waffen. Das ist nichts anderes wie bei Dark Souls, manche Waffe leveln halt eben mit Stärke, manche mit Ausdauer, mit Geschicklichkeit meine ich, und so weiter. Bloß Mut ist halt noch ein Zusatzwert und so Fordern, bla 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 bla. So, dann dürfen wir jetzt unseren Schutzgeist auswählen, da suchen wir uns am besten einen aus. Hier der Hai zum Beispiel ist magiebasiert. Man kann sich den anschauen. So sieht dann unsere Form aus, wenn wir ja in unsere Special Form gehen, weil wir sind ein Halbdämon. Dann sehen wir so aus. Das ist dann der Special. Sieht ganz nett aus. Aber was haben wir hier? Herz ist auch eine Fähigkeit, also auch so eine Skillform. Das ist der Vogel, da sehen wir wieder anders aus. Das sind wir einfach ziemlich schnell. Und ich denke, wir werden uns für den Wolf entscheiden. Müsste ein Wolf sein, ne? Ja. Der ist Stärke und wir haben ja eine Stärkewaffe, nämlich das Odashi. Da haben wir da wenigstens einen Bonus drauf. Da haben wir eine Keule und wir sind rot und brennen und tun Dinge, ja. Und wir laufen, als hätten wir geschwollene Eier. Cause reasons. Obwohl wir nicht mal Wege haben. Aber hey, wir sind Dämon, wir dürfen sowas. Ja, dann nehmen wir natürlich den... Dann nehmen wir natürlich den Wolf. Okay. Dann müsst ihr einfach schauen, was liegt euch am besten, was bringt euch Vorteile, ne? Also, ihr könnt natürlich auch nehmen, was euch gefällt, aber dann, ne? Seht ihr ja, am besten nehmt ihr was einigermaßen harmoniert vom Anfang, dann habt ihr nicht so viel Übersicht zu so vielen Sachen, die ihr mir behalten müsst und überhaupt. Also tut ihr leichter. Dann gehen wir auf diesen Ort verlassen. Und das ist nur ein Grundsetup. Das interessiert uns nicht. Und das ist quasi der Grundstein. In dem Spiel ist es auch keine Schande, wenn man später zu Orden zurückkommt, um manches zu machen, das einem einfach am Anfang zu schwer ist, weil man kann ja jede Mission wiederholen. So, Fragment des Heiligen Zweigs ist sowas wie das Darksein. Kannst du einsetzen, dann verlierst du aber all dein Amrita. Amrita ist quasi sowas wie die Seelenwährung. Das haben wir jetzt gerade da jetzt hier bekommen. Hier der Zweig von dem Baum. Wenn du den einsetzt, der ist unendlich, soweit ich weiß. Kannst du benutzen. Kommst hier in die Hubwelt zurück. Hast allerdings keinen Amrita mehr. So.
ja, hier kann man noch Dojo, kann man Fähigkeiten trainieren, also wenn man was üben will und so weiter. Da gibt es auch dann noch so Quests, die man da absolvieren kann. Die sind auch ganz wichtig. Dafür bekommt man eben Skillpunkte. Mit Skillpunkte kann man sich neue Fähigkeiten freischalten. Tor die Pforte ist Multiplayer, steht ja da, spielt in verschiedenen Online-Modi. Schrein steigende Stufe auf, bringe Opfer, da aktiviere Schutzgeister. Kommt man nach und nach dazu. So. Und die Hütte ist einfach nur sowas. Da kannst du halt anpassen. Da kannst du hier hin eine Dingens an die Wand klatschen, so eine Rolle da oder deinen Schutzgeist kannst du auftauchen lassen und bliblablub. Da befassen wir uns gar nicht weiter mit. Das ist alles so selbsterklärendes Zeug. Wenn Fragen sind, könnt ihr gerne stellen. Ich versuche das alles einigermaßen ruhig und angenehm zu erklären. Zumindest das mache ich zu Nioh 2, weil gar nichts machen. Ja, und ein Einsteiger-Guide vielleicht hilft es dem einen oder anderen. Oh, das ist jetzt die erste Mission. Startet man hier in Yuuzhan Sakura im März 1955, wenn ich mich nicht verlesen habe. Wenn ich mich verlesen habe, ist mir das auch egal. Ihr seht oben unser Schutzgeist links neben dem Balken. Das ist einfach nur dieser Punkt mit dem Bildchen von unserem Schutzgeist eben. Jetzt, wenn wir da ein bisschen Amrita aufsammeln. Jetzt hat es oben geglänzt, ne? Und immer wenn ihr was aufsammelt, enthält immer Seelen. Alle Gegenstände enthalten immer Seelen. Oh, das ist quasi unser Bonfire. Unser Leuchtfeuer, das soll das Schrein. Bekommst du auch wieder Seelen dafür, wenn du den aktivierst. Ich nenne es halt jetzt mal Seelen, weil es einfach ist zum Erklären. Dann kann man hier eben seine Stufe aufwerten. Ja. Und wird halt hier gezeigt. Wenn du etwas aufwertest, wird immer schön rechts gezeigt, was es verbessert und wie viel es verbessert. Daran siehst du halt auch am einfachsten, was für dich interessant ist. Wie Herz zum Beispiel ist nie verkehrt. Herz ist zum Beispiel eben auch gut für Katanas oder für den Bogen. Yuumi Langbogen ist halt einfach bloß ein geschwollener Ausdruck für den Bogen. Also alle Bögen leveln damit. Aber da ist halt eben wichtige Werte wie Gesundheit, Ki-Regeneration, also Ki ist halt einfach Ausdauer. Und so weiter eben beeinflusst ist, hat's eigentlich ganz gut. Dann Mut haben wir ja. Wir haben ja unser Nodashi. Ne, Mut ist unser Turnfer, mein Fehler. Das steht sogar da unten. In der Mitte beeinflusst die Ki-Regeneration und den Blitzschutz. Würde unserem Turnfer einen Punkt geben. Entschuldigung. Und hier wird es unseren Odashi. Ich sage immer Nodashi wegen Dark Souls, da gibt es ja das Nodashi, ist auch so ein großes Ding. Den Washing Pole, aber hat damit nichts zu tun. Und Ausdauer ist halt eben, ne? Hier beeinflusst zum Beispiel auch unser Odashi. Würde 3 Punkte sogar geben. Wir haben eine höhere Belastung, ja, weil hier gibt es auch Ausrüstungslast und so weiter und pipapo. Würde uns sogar mehr Gesundheit geben. Ich denke, ich würde den Ausdauer erstmal ein Pünktchen ansetzen. Dann gibt es halt noch Stärke, das ist halt eben dann wieder auch steht für Odashi. Fähigkeiten, Doppelkatanas, Beile und Gewehre. Dann, das hier ist Ninjutsu, das ist eine Form der Zauberei. Man muss es so sehen, Ninjutsu ist wie Zauberei und Magie ist wohl eher so zu sehen wie Wunder. So im Groben durchgebrochen. Das ist halt gut für Glaive und das ist gut für Kusarigama noch zusätzlich. Ninjutsu, weil Ninjas oft hier Kusarigama zu benutzen. Also nur so als kleiner Überblick. Na gut. Will jetzt nicht zu viel da reinlabern. Das muss für den Anfang reichen. Da kann man sich dann später noch ein bisschen mehr vertiefen, aber für den Anfang tut es das. Ja, wir wollen die mittlere Haltung. Gegenstand nehmen wir mit. Ein Stein. Ein Stein ist am besten zu erklären, wenn jemand Bloodborne kennt zum Beispiel. Da kannst du einfach einen Gegner anwerfen oder kannst Gegner mit distracten. Da ist der Tür natürlich zu. Und das ist der ganze Sinn von Steinen. Die sind ziemlich wertlos und Quatsch und man muss die wirklich. Also ich benutze sie sehr, sehr selten. Und hier haben wir unseren ersten Gegner. Am besten die niedrige Haltung nehmen. Denn niedrige Haltung. Ah, seht ihr, jetzt ist seine Lebensleiste rot. Heißt, wir haben seine Ausdauer gebrochen. Niedrige Haltung.
weil es ist auch wichtig, mit der niedrigen Haltung triffst du Gegner, die sehr tief sind, einfacher. Hast du eine hohe Haltung, triffst du sie zwar auch, aber wenn man sich denken kann, ne, wenn man so einen Sprung macht, ist es auch leicht, ihn zu verfehlen. Niedrige Haltung ist halt, wenn du... Ich neige immer die Kamera extra nochmal ein Stück nach unten, um sicher zu gehen, weil umso höher du hältst, habe ich das Gefühl, eben dann triffst du schlechter. Ich mache das einfach nur als Absicherung. Und da tut man sich bei so Gegnern am Boden einfach am leichtesten, wenn man die niedrige Haltung nutzt. Ja. Hier haben wir den ersten richtigen großen Gegner. Das ist sowas wie der klassische Tutorial Endboss aus Dark Souls. Boss, hier ist ja keine 20 Minuten vom... Naja, 20 Minuten, 20 Sekunden vom ersten Leuchtfeuer entfernt. Erstmal looten wir hier alles zusammen. Ah, ich sollte nicht mehr so früh aufnehmen. Noch Frosch im Hals. Dann haben wir hier einen Kodama, die kann man sammeln. Davon sind immer einige in den Leveln versteckt. Ein Stein und Handschuhe des... Ja, da komme ich ja gleich dazu. Ja, dann kann man halt eben hier seine Ausrüstung auswählen. Hier, wir haben jetzt die Handschuhe des Freischärlers, was auch immer das ist. Keine Ahnung, sieht ganz brauchbar aus. Ein Kopfschutz. Ja, das finde ich schick. Und dann haben wir hier eben unsere Waffen, aber da ist nichts Neues. Ja, hier ist immer ein Kodama. Den kann man dann jetzt zurück zum nächsten Schrein schicken. Davon gibt es immer eine festgelegte Anzahl in jedem Level oder in jeder Mission. Und ihr seht hier, da hat so eine grüne Schale auf dem Kopf. Ne? So eine Sake-Schale. Schicken wir mal zurück. Diese Sake-Schale sagt einem, was für eine Fähigkeit er einem freigibt, wenn man mit dem am Schrein, kann man sich einen Kodama-Segen holen und der Segen gibt einem zum Beispiel erhöhte Chance auf Elixiere. Und Elixiere sind sowas wie unsere Blutfiolen aus Bloodborne. Die sind nicht unendlich, die musst du finden, damit heilt man sich. Seht ihr da drüben links, wie quasi ein Estus-Flakon, nur das fühlt sich... Es füllt sich halt auch beim Rasten natürlich auf, aber wie bei Bloodborne lässt sich es am ersten vergleichen. Du musst davon immer wieder Neues sammeln. Du hast davon nicht unendlich viele. So, jetzt machen wir mal niedrige Haltung mit dem Odashi. So, Hallöchen. Was ich hier immer mache, ihr seht ihr oben, ihr habt so einen roten Balken, dann wenn ihr angreift, ne? Und wenn der voll ist und ihr drückt dann R1, dann macht ihr so eine lustige Bewegung hier. Das hier. Und es gibt manchmal so Dämonen, die machen so eine Pfütze, wenn ihr da dann drin steht, dann regeneriert ihr schlechte Ausdauer und überhaupt. Und wenn ihr das dann so macht, mit dieser Pose, dass ihr so aufleuchtet, dann könnt ihr das reinigen. So heißt es. Und da gibt es auch manchmal Fähigkeiten. Wenn ihr eine Reinigung durchzogen habt oder vollführt habt, dann habt ihr für kurze Zeit lange erhöhte Ausdauerregeneration und so weiter und so fort und all dieses Geschmarri. Also es gibt auch solche Fähigkeiten dann, die damit arbeiten, aber das ist nicht so pralle, finde ich. So. Opfer abbringen. Kommen wir zum Kodama-Schrein. Dann kann man hier, man kann hier als Opfer darbringen Loot, das man nicht braucht. Dafür bekommt man dann halt eben göttliches Salz. Göttliches Salz ist halt einfach nur der Währungsname. Und da kann man dann beim Kodama-Bazar einkaufen. Da kann man sich nochmal eben, wenn man zu viel Loot hat und das einfach nicht braucht, wie gesagt, dieses Salz holen. Und im Bazar kann man sich dann nochmal Sachen holen wie Elixier, so Verbrauchssachen eben, damit man nie nackt mit bloßen Händen dasteht. Genau, hier haben wir den Kodama, seht ihr da die grüne Schale. Dann gibt es welche, die haben so eine braune Schale oder so ein braunes Gefäß, ein schwarzes Gefäß, so eine grüne Schüssel, eine rote Schüssel und eine gelbe Schüssel. Die hier würde zum Beispiel, wenn wir einen gelben gefunden hätten, würde einfach unsere Amidita-Menge, also beziehungsweise unsere Seelenmenge erhöhen. Muss man sich vorstellen, wie ein permanenter goldener Schlangenring bei Boss Dark Souls, wenn ich das vergleichen kann. Ja, wir wollen aber den hier. Erhöht einfach die Häufigkeit von gefundenem Elixier. Das ist ganz praktisch, das brauchen wir am Anfang sowieso, weil wir brauchen Elixier. Okay, dann leveln wir noch einmal eben auf. Machen wir mal hier ein bisschen mehr Lebensenergie.
Fähigkeitspunkte haben wir erhalten? Nein, haben wir nicht. Ach, Moment, mein Fehler. Das ist halt der Online-Modus, aber das ist für uns irrelevant momentan. So. Genau, Fähigkeitspunkte kann man, wenn man hier eben ins Optionsmenü geht, Fähigkeit erlernen. Umso öfter ihr eine Waffe benutzt, dann bekommt ihr eine Meisterungsstufe davon. Irgendwann ist die Meisterungsstufe komplett erfüllt mit einer Waffe. Wenn ihr aber wieder eine neue Waffe nutzt, es kann auch die Waffe derselben Art sein, sprich, ihr benutzt ein normales Katana, spielt es so lange, bis es maximal aufgelevelt ist durch die Meisterungsstufe. Nehmt ihr ein anderes, ist es wieder bei 0 und ihr bekommt wieder neue Fähigkeitspunkte dadurch. Also so kommt man an seine Punkte. Sprich, ihr seht ja, wenn ihr jetzt häufig Tonfas benutzt, bekommt ihr Tonfa-Punkte. Wenn ihr Odashi häufig benutzt, bekommt ihr Odashi-Punkte. Dann Samurai-Punkte sind allgemein. Das hier sind die Metamorphs, sprich wenn wir in unsere Hyperform gehen. Dann Onmyo-Magie und Ninjutsu und bla 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 bla. Ja, mit Samurai. Und dann gibt es hier eben nochmal, ja, ich weiß, es erschlägt einen anfangs, aber man kann immer nur Stückchen für Stückchen hier freischalten und da kann man sich da wunderbar durchlesen. Hier aktiviert sich, wenn durch einen Ki-Impuls volles Ki, wenn du durch einen Ki-Impuls volles Ki erhältst, erhöht den Schaden deines nächsten Angriffs. Nur hohe Haltung, also nur wenn du in der hohen Haltung bist. Nur mittlere Haltung aktiviert sich, wenn du durch einen Ki-Impuls volles Ki. Das ist dasselbe, einfach nur mit mittlerer Haltung. Das nehmen wir. Den Rest den schauen wir uns gar nicht an, weil das ist das andere vermutlich mit tiefer Haltung und da hinten. Ne, das kann man dann machen, wenn es soweit ist. Momentan reicht uns das. Fähigkeitsanpassung, hier kann man eben, gibt ja, wie ihr gesehen habt, viele Fähigkeiten und manche, die muss man sich halt eben erst einteilen, weil es gibt man, sagen wir, es gibt eine Fähigkeit, halte L1 gedrückt und drücke Dreieck, um einen Sprungangriff zu vollführen. Und dann gibt es aber eine andere Fähigkeit, halte L1 und drücke Dreieck, um einen Stoßangriff zu vollführen. Du kannst natürlich nicht beides machen, weil ne, wenn beides mit derselben Tastenkombi funktioniert, dann musst du eins davon ausschalten und dazu ist das hier halt einfach gut. Und du kannst dir hier einfach nochmal die Techniken in aller Ruhe ansehen, damit du weißt, was sie machen, wie sie aussehen überhaupt. Dann, das hier sind einfach halt, ja, das ist quasi das Hilfemenü, damit du halt eben siehst, wie was überhaupt funktioniert. So. Dann gucken wir mal. Schauen wir uns mal den Dicken an. So. Kann es nicht versprechen. Wie gesagt, der Gegner ist schaffbar so. Jetzt in der Form schon. Aber einiges hat dafür gedacht, dass du nachher nochmal wiederkommst. So, wir triggern den mal an. Blocken ist natürlich L1. So, das reinigen wir mal eben weg. Aua, böser Dash. Das war nicht so geil. Und ich benutze halt eben Tomfa sehr gerne, weil du kriegst halt damit die Ausdauer. Jetzt seht ihr diesen lila Balken da unter seiner Lebensanzeige. Den bekommt man damit immer sehr schön schnell down. Und wenn die Gegner keine Ausdauer mehr haben,
dann werden sie einfach gestaggert. Ihr habt sehr viele Möglichkeiten, Gegner zu schaden. Oh! Und so angedamaged der Gegner ist, umso weniger Ausdauer hat er natürlich auch, ne? Gleich wieder Waffe wechseln. Es ist halt, wie gesagt, sehr viel technisch anspruchsvoller als Tod, als Dark Souls. Ja, ich weiß, wir waren weit, aber blöd gelaufen. Können wir gleich nochmal machen, ist ja nicht so schlimm. Dauert halt ein bisschen, aber man kann den schaffen. Ja, jetzt sind wir gestorben, dann sehen wir das auch gleich, was da passiert. Hier kann man sich, wie bei Demon's Souls, muss man es vergleichen, da waren auch die blauen Gräber eben, da kannst du den Verbündeten rufen, rote Gräber kannst du den Gegner rufen. Hier ist es allerdings kein direktes PvP wie in Dark Souls, sondern indirekt. Du hinterlässt, wenn du verreckst, ein Grab. Und jenes Grab kämpft wie du quasi. Es ist ein KI-gesteuerter Gegner. Es gibt kein direktes PvP. Es gibt nur direktes Koop. So. Ich könnte ja theoretisch schon mal, ne? Wir haben doch da was gefunden. Gut, nimmt sie nicht viel. Und das glaube ich. KI-Kieferbrauch. Aha. Und das ist halt Goldpilon. Nee. Nee, können wir da dabei bleiben. So. Dann müssen wir hier natürlich unseren Schutzgeist wieder sammeln, weil wir verlieren unseren Schutzgeist. Und das ist unser ganzes Amritter, das wir hatten. Und dann gehen wir den Schlingel-Locklein nochmal an. Das war natürlich nicht so geil. Und das ist natürlich das Feine dann, umso mehr Schaden Gegner genommen hat, umso weniger Ausdauer hat er. Und umso weniger Ausdauer hat, umso schneller kommt man wieder in den Stagger-Modus. Okay, das kam unerwartet. Aber wir machen den, weil warum denn nicht? Ich will ja zeigen, dass es machbar ist. Auch wenn es dauert, weil eigentlich, ne, man kann jetzt hier auch einfach weiter. Weil ihr seht ja, der Weg da nach rechts, da ist jetzt offen. Aber das wollen wir nicht. Ich kann nachher wiederkommen. Und wenn du es natürlich gelevelt hast und halt den regulären Weg jetzt einfach weitergehst, dann ist der später überhaupt kein Problem mehr. Aber wir wollen den jetzt machen. Ach, immer zu schnell. So, besser. Ja, jetzt haben wir eine Meisterungsstufe, wie ihr links seht, im Tomfer-Nutzung. Sprich, wir haben jetzt einen Skillpunkt da drin und können uns eine neue Fähigkeit holen. Oh, weg. Das war wieder zu gierig. Heilen. Einmal wegreinigen die Scheiße. Oh, unsere letzte Heilung. Wieder zu Tomfa wechseln. Ticker.
schlecht. Und übrigens, wenn eure Ausdauer durchbrochen wird, nehmt ihr natürlich deutlich mehr Schaden. Das ist wie bei Dark Souls. So, nochmal sicher. Und zack, besiegt. Und dafür gibt es dann auch natürlich eine Trophäe oder ein Achievement, wenn man es jetzt sehen will. Und ein Heiden viel Loot. So, Friedhofsschlüssel, da bekommen wir dahin Zugang zu einem kleinen Nebengebiet, das ist schön. Dann haben wir hier ein Ushigatana. Oh, Armschütze, mehr Armschütze. Wir sammeln einfach mal alles ein und gehen es dann durch. So. Man kommt halt auch noch an genug andere Sachen, deswegen, was man behalten will, kann man equippen und so weiter. Also es ist auch vollkommen egal, wenn ihr euch am Anfang für eine andere Waffe entscheidet und ihr kommt doch nicht damit klar, ihr bekommt alle Waffen im ganzen Spiel. So, aber davon ist für mich, oh, und Odashi natürlich ist für mich sehr interessant, weil es auch noch Stufe 3 ist. Hier sieht man direkt, Angriff geht von 111 auf 126 hoch. Drunter sieht man die ganzen Fähigkeiten. Angriffsschaden, hohe Haltung ist nochmal um 5% erhöht. Kieferbrauch, Nahkampfangriff ist gleich kritisch, also minus 6,9%. Wenn man was nicht versteht, einfach auf Option klicken. Haben wir das einen hier erklärt nochmal. Reduziert den Kieferbrauch von Nahkampfangriffen, wenn deine Gesundheit gefährlich niedrig ist. Und dann hier haben wir noch eben Brechen. Erhöht den Brecherwert und die Menge an Kieschaden, den du einen momentanen Gegner zufügst. Brechen ist halt einfach der Schaden an seine Ausdauer. Sprich, das wäre halt optimal auf einem Tonfa zum Beispiel, wäre es eine Traumfähigkeit. So, dann haben wir neue Handschuhe. Man sieht auch da immer das Gewicht gleich, ne? Wir haben jetzt hier sehr leichte, dann können wir zum Beispiel die nehmen. Ich bin lieber leichter unterwegs, weil man ist schnell überladen hier. Die sehen zwar cool aus, ne? Aber ihr seht oben, ganz oben sind so grüne Werte, ne? Und da sind wir bei 51,6. Wenn ich jetzt bei leichter bin, das beeinträchtigt natürlich auch die Rolle und das Ausweichen. Umso schwerer du bist, umso langsamer weichst du aus. Das ist wie bei Dark Souls mit der Mid, mit der Fast und mit der Fat Roll. So, mit dem das hier. Und hier. Boah, sexy. Aber hey, es hat bessere Werte, also. Und es ist leichter. Dann nehmen wir das natürlich. Okay, soweit so gut. Dann sammeln wir hier noch weiter. Hier haben wir Pfeile, dann wenn wir mal einen Bogen finden. Was haben wir noch? Ein Stein. Und ich muss es nur noch mal betonen, ganz wichtig, wenn euch der Gegner zu stark ist, das ist keine Schande, lasst ihn aus, ihr könnt die Mission jederzeit wiederholen, ihr könnt ihn jederzeit noch mal machen, den Gegner. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist keine Schande. Hier können wir einen Friedhofsschlüssel benutzen. Männchen, ich muss kurz hier durchschalten. Ich habe keine Heilung mehr, optimal. Nicht optimal natürlich, ne? Nicht optimal. Gehen wir hier hoch. Voilà. Ein Stein. Uhu. So. Und dann schauen wir uns mal hier um, ne? Weil wenn uns der Gegner schon mal einen Schlüssel gedroppt hat. Wasser solltet ihr nicht gehen. Ihr könnt nicht schwimmen. Ihr geht unter den Stein. Oh. Kleiner Geiststein sind sowas wie die Seelen. Also Seelen eines Helden, Seelen eines Kriegers, Seelen eines von den Soldaten, bla bla bla. Vom Gewicht her. Es sieht gut aus, nehmen wir. Man kann nachher auch einfach das Aussehen von Gegenständen ändern. Also man kann sie transmogrifizieren, wie das so schön heißt. Ihr könnt einer beliebigen Ausrüstung ein beliebiges Aussehen geben. Ihr müsst nur den Gegenstand mal besessen haben. So, hier haben wir einen menschlichen Gegner. Upp. Das war jetzt nicht so gedacht. Jetzt habe ich mir ein bisschen in die Scheiße geritten. Oh, es wird immer schlimmer. Oh, es wird immer schlimmer. Ja. Gehen wir mal hier hin. Hoffen wir einfach mal zu Gott, dass wir unsere Spur verlieren. Ja, was haben sie? Sind ein bisschen blöd. Naja.
Return to a fighting stance and focus. Replenish key faster. Ja, und man kann Gegner auch einfach runterschubsen. Hast du gerade mal was auf mich geschossen? Ne, das war dein schwuler Kollege, ne? Ja, tut mir leid, jetzt muss ich dich wohl totschlagen. Wir sind hier nicht bei Sekiro, wir müssen hier nicht dauernd dieses Zipperle machen. So, einmal. Ein bisschen Heilung, wenn man fresh. Bombballer. Alter, das habe ich gesehen. So. Haben wir hier was Cooles? Nein. Nur ein Grab. Die kann man herausfordern, wenn man sie besiegt, droppen sie ihre... Also Teile ihrer Rüstung. Und praktischerweise ist natürlich dann Schrein. Oh, neues Tonfa. Perfekto. Und nicht wundern, das neue ist natürlich schlechter wie unseres, hat aber zwei Fähigkeiten. Hat dieselbe Fähigkeit nochmal wie unseres, ein bisschen schlechter, aber kann dafür mehr blocken. Und der Schaden ist niedriger, aber der Schaden erhöht sich mit der Waffenvertrautheit. Also das ist halt eben diese Waffenmeisterung. Bei uns ist es jetzt bei 300, also halt beim Maximum. Und umso länger man das benutzt, umso mehr Schaden macht das auch. Deswegen nehmen wir mal die neue Waffe. Plus wir bekommen halt eben Fähigkeitspunkte darin. So. Dann investieren wir in Ausdauer ein bisschen und in Mut. Oder will ich Mut? Ki-Regeneration ist nicht ganz wichtig und wir bekommen auch noch mehr in Turnfahrt-Damage. Dann machen wir mal Mut. So, dann gehen wir mal her. Ich opfere halt jetzt meinen Loot für im Kodama-Schein. Man kann das nachher auch verkaufen. Oder man kann es einschmieden, um Schmiedematerial zu bekommen. Aber das ist erst sehr viel später. Das wird immer Schrittchen für Schrittchen, wird es dann im Spiel freigeben. So, wir brauchen zum Beispiel... Ich habe das ja immer noch equipped. Dann verkaufen wir das mal. Moment, ja, Moment. Ich erkläre das gleich. Ich möchte nur das hier bitte ausrüsten. Danke. So. Dann werden wir mal ein Opfer da bringen. Man kann es auch hier Kategorie für Kategorie durchgehen. Ja, ich benutze eh gerade kein Katana. Dann kann ich's opfern. Axt habe ich auch nicht vor. Da opfern wir das hier. Und Kleidung opfern wir das hier. Man kann auch mit Dreieck hier was markieren. Seht ihr, vorne das Bildchen mit so einem blauen Haken gekennzeichnet. So. Und jetzt, wenn ich auf Opfern gehe, wird das alles gleichzeitig geopfert. Dann haben wir den Kodama Bazaar, das ist, wie ich schon vorhin gemeint habe. Da kann man sich hier eben nochmal Elixier holen, wenn man keins gefunden hat. Und so weiter und so fort. Und rechts seht ihr eben, im Lager haben wir davon 5 von den also auf Lager haben sie 5. Und von insgesamt 5. Jetzt haben sie zum Beispiel 2 davon noch. Inventar habe ich 6 Stück. Ja, so verstehe ich das. Vielleicht habe ich auch gerade Scheiße gelabert. Normalerweise achte ich das selber nicht großartig hin, weil ich habe davon immer relativ genug. Okay. Gehen wir mal darum. Jetzt haben wir ein neues Odashi. Da oben ist wieder so ein Pfeilpenner. Pfeil- und Bogenpenner. Guck mal hier. Ja, der kann mir da mit seiner Fackel schmeißen. So. Hoppala. Habe ich keinen Bogen bisher gefunden? Nein. Schade. Accessoires sind sowas wie sage ich denn, wie Ringe.
Die geben halt gewisse kleine Bonusfähigkeiten, wie das hier erhöht unsere Verteidigung nochmal um 4 Punkte. Amrita-Bilanz, also sprich die Häufigkeit von Amrita, wird um 1,6% erhöht. Amrita-Ladung ist es oben für uns im Schutzgeist, weil der wird ja mit Amrita quasi auch gefüttert. Das geht automatisch immer mit. Und Anima 0,5, das heißt die Dauer von unserer Form, quasi unserer Hyperform, ist um 0,5% verlängert. Sprich halt eben diese Nutzungsleiste ist dann verlängert. Okay. Den überraschen wir. Und nein, vom Start weg hat man keinen Backstep. Den muss man sich erst erspielen. Da frage ich mich jetzt aber wirklich, wie das nicht getroffen hat. Stirb. Ja, und wenn man so eine richtige, ja, wie sage ich denn, den Durchbruch von der Ausdauer des Gegners, dann kann man auch so einen richtig geilen Crit ansetzen, wie ihr gerade gesehen habt. Und da hat jede Waffe einen eigenen. Geld ist halt eben dazu da, um Sachen zu kaufen. Keine Sorge, deswegen ist Amrita und Geld strikt getrennt. Mit Amrita wird halt eben wirklich größtenteils so gelevelt und so Zeug gemacht. Und da haben wir endlich einen Bogen. Den können wir hier equippen. So. Zielen jetzt einfach mit L2, also LT. Lassen wir mal ballern. Setzen wir einen Crit an. Kopf weg. Jawollo. Tot. Und ja, natürlich macht ihr mehr Schaden, wenn ihr auf den Kopf zielt. Und ich höre euch hier einen Kodama schmurgeln. Die hört man. Warte mal, ich gehe mal hierher. Hört ihr dieses? So ungefähr hört sich das an. Hier ist irgendwo Kodama, da muss man schauen. Weil Kodamas finde ich es halt eben wichtig wegen den ganzen Boni, die sie einem geben. Oh, du hast es aber spät bemerkt, ne? Tja. Und wenn die Ausdauer durchbrochen ist, wie ich schon gemeint habe, und ihr nimmt Schaden, dann nehmt ihr einfach mal das Doppelte an Schaden. Deswegen haben wir jetzt auch einen Insta-Kill. Aber gehört halt dazu, wir haben noch ziemlich crappige Ausrüstung, da fertig, Mann. Und was wäre das für ein Einsteiger, wenn ich jetzt hier alles perfekt abliefere, das wäre ein bisschen sehr realitätsfern. So, komm mal her. Mal heilen. Und stirb! Hohe Haltung ist halt insofern eigentlich nicht so pralle, weil man ist halt relativ langsam. Oh. Schieß, komm. Jawohl. Und Kopf. Dann machen wir das Ganze nochmal gut. So. Kopf geschossen. Auf dem Boden. Crit. Schlingel. Weil es kein Bock durch dich zu verrecken. Willst nicht vielleicht doch blocken? Okay, dann halt nicht. Ah, da hat uns jetzt endlich mal Elixier gedroppt und der auch. Und überschüssige Gegenstände, die ihr also maximal bei habt. Wir haben jetzt momentan ein Maximum von 6 Elixier, die wir mit uns führen können. Wenn wir mehr finden, wird es automatisch ins Lager gebracht. Sprich, wenn wir dann rasten, wird es automatisch aufgefüllt. Harakiri-Schwert ist... Will jetzt keinen Scheiß erzählen. Nutze den Gegenstand, um Harakiri zu begehen. Du wirst alles verlieren, aber gleichzeitig deine Ehre wiederherstellen. Du verlierst dein Amrita und kehrst zum letzten Schrein zurück. Und dann haben wir das Fragment eines Geistbaums. Der Einsatz des Gegenstandes verbraucht deine gesamte Amrita, lässt sich aber eine Mission abbrechen. Ja, also das hier geht nur zum Schrein zurück und das lässt eine ganze Mission abbrechen.
Ist halt lila, weil halt einfach, ja, wenn man halt, wenn man wirklich auf Amrita scheißt und man geht ohnehin mit wenig Amrita in eine Mission rein, weil man, was weiß ich, Gegenstände farmen will oder irgend sowas in der Art. Ah, hier haben wir unser Kodama. Dann ist das eine Option, aber ansonsten, ihr braucht euer Amrita wirklich zum Aufleveln. Das ist ja wie bei Dark Souls eben, da ist es mit den, mit dem Dark Souls wirklich die letzte Option, außer man geht eben wirklich was ganz Besonderes nach. Ja, und man kann Gegner verstümmeln, das habt ihr auch schon mitbekommen. Dann eine Chest. Nadel, Hüftschutz des Fußsoldaten, Pfeile und Handschuhe des Fußsoldaten. Wir haben momentan, was haben wir? Handschuhe des Diebes und des Fußsoldaten sind etwas schwerer, bieten aber mehr Schutz, nehmen wir die. Und das ist dasselbe, nur höherlevelig, deswegen. Ja, nehmen wir das hier. Nicht immer ist höheres Level gleich besser. Manchmal sind auch die Fähigkeiten halt einfach entscheidend. Da müsst ihr immer ein bisschen gucken. Aber das ist halt einfach das, ne? Es ist halt eben einfach sehr viel anspruchsvoller in der technischen Note. Es ist nicht so simpel wie Dark Souls. Und ich kann nur immer wieder sagen, wenn ihr euren Spielstil gefunden habt, also Waffen, die ihr gerne benutzt, dann könnt ihr eigentlich auch gezielt immer nur darauf gehen und alles andere immer opfern oder ignorieren oder wegschmeißen oder verkaufen oder je nachdem. Jetzt haben wir wieder ein Trinket bekommen, eine japanische Schere. Anima ist nochmal um 0,7% verlängert. Wir haben plus 4 Verteidigung und die Anima-Ladung ist plus 3,1%. Sehr fein. Also sprich, unsere Leiste ist um 3,1% erhöht in der Hyperform. So. Ein Yamato Odachi. Stufe 3. Aber uns ist es halt von Seltenheit blau, deswegen ist unseres besser. Weil halt einfach, man kann es höher aufleveln durch diesen Verbundheitsstatus, also durch Vertrautheit mit der Waffe. Und das hier ist einfach eins dieser Gräber, das man beschwören kann. Die kann man easy mit Ton fast schießen, weil die fast immer blocken. So, jetzt ist seine Ausdauer mal wieder down. Besiegt, das war schon. Und Schokobecher braucht man, um Co-Partner zu rufen, deswegen muss man viele von diesen rachsüchtigen Geistern killen. Erbstückhelm und nochmal ein Schokobecher. Weil es Banditen, was haben wir noch? Und so kommt man da ganz chillig durch. Das Spiel ist nochmal schon sehr, sehr fordernd, aber ja, es ist ja auch nicht dafür bekannt, dass es leicht ist, ne? Oder hallo, ah, da hat es überlebt. Das aber nicht. Ja, und wenn ein Gegner am Boden ist, kann man einen Crit machen und so weiter und so fort. Das hat man ja schon gesehen. Ushigatana. Hi. 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 Der Penner hat einen Kopfschutz, also einen Helm. Bei dem würde zum Beispiel der Pfeil erstmal den Helm wegzimmern. Was natürlich nicht so schön für uns wäre. Und tot. In den Schritt. In den Schritt. Und das ist im Großen und Ganzen eigentlich Nio. Nachher kommen noch so Fähigkeiten dazu, die nennen sich Yokai-Fähigkeiten. Wenn ihr einen Yokai, also einen Dämon, killt, bekommt ihr eine seiner Fähigkeiten, die ihr selbst nutzen könnt. Das ist aber nicht dauernd nutzbar. Das ist eben diese lila Leiste, die muss ich auch immer erst wieder auffüllen mit der Zeit durch Amrita. Aber das wird alles dann genauer erklärt im Spiel. Also das seid ihr nicht auf euch selber gestellt. Soweit bin ich halt leider noch nicht im Spiel. Das dauert noch ein bisschen, bis es kommt. Aber es kommt alles Schritt für Schritt, wird alles in Ruhe normal erklärt. Man muss sich da halt ein bisschen Zeit für nehmen. Man muss ein bisschen Geduld mitbringen. Es ist halt willig, wie der Nio ist halt wie Dark Souls früher war. Man muss halt sehr viel. Oh. Stirb.
Geduld mitbringen, weil es halt einfach nicht so Ultra Babyfurz einfach ist, wie man, also wie die neueren Teile, was heißt halt Ultra Babyfurz einfach, aber entgegenkommt. Ne? Hier, blaues Grab. Kostet mich 2 Schokobecher, ich habe 2, das wäre jetzt ein Verbündeter, der so lange bei ihm ist, bis seine Nutzungsdauer aufgebraucht ist oder bis seine Lebensenergie aufgebraucht ist. Nutzungsdauer ist halt einfach sowas wie im Vergleich zu Dark Souls 2, da gab es ja diese Schatten, die man rufen konnte, die waren nicht die ganze Zeit bei einem, bis ein Boss gekillt wurde, sondern die können so und so viele Aktionen machen und glaubt mir, das ist eigentlich sehr viel. Da braucht man keine Angst haben, dass sie so schnell verschwinden. Und ja. So, jetzt haben wir hier eigentlich alles relativ gut durchgeklärt. Gehen wir mal da weiter. Und das ist alles ein Side-Gebiet jetzt. Das ist alles nur, alles was wir hier machen, machen wir alles nur, weil wir hier den Key bekommen haben von dem Boss, den wir am Anfang gemacht haben. Hab mich gebissen! Muss man erstmal heilen. So, haben wir das hier. Flitzen wir mal. Hallo, kleiner Penner. Kopf. So. Ah, lila Rüstung. Den nehmen wir doch hier. Oder auch nicht, weil das Ding wiegt 9,8 Kilo. Yoriki Kyros ist halt eine schwere Rüstung. Hat halt auch dementsprechend gute Werte. Und im Vergleich zu das, was wir haben, ist das ziemlich bescheiden. Aber ich lasse es jetzt mal an, weil es halt gute Werte hat. Hier, Autoregeneration Gegner besiegt. Also wenn man Gegner killt, bekommt man 24,7% seiner Lebensenergie nach und nach wieder geheilt. Also das ist wie Life Leech im Endeffekt. Ein bisschen, nur ein bisschen langsamer. Den brauche ich nicht tragen. Nope. Ich muss auch aufs Gewicht immer ein bisschen achten, deswegen. Und die sind minimal schwerer und bieten deutlich mehr Schutz. Also da kommt jetzt auch nicht mehr drauf an. Ziehen wir die an. Shigatana Otashi ist deutlich besser, nehmen wir das hier. Leider immer nur Stufe 1, ein bisschen ärgerlich, bekomme ich für mal Tom was auf einem besseren Level, das wäre mal schön. So, und da haben wir ein Portal ins Yokai-Reich, also ins Dämonenreich. Wenn wir das betreten, kommen wir entweder direkt ins Yokai-Reich, also in die Dämonenwelt, oder ein Dämon taucht vor uns auf. In unserem Fall, ja, wir haben jetzt Midroll, seht ihr, wir sind jetzt viel langsamer. In unserem Fall taucht jetzt hier gleich ein Dämon auf. Nämlich so eine hier. Und wie ich schon gesagt habe, diese Verunreinigung beeinträchtigt eben die Ki-Regeneration. Aber alles machbar. Autschi. Penner. Obwohl er nicht grabben. Und weil er schon sehr wenig Leben hat, verliert er immer sehr viel Ausdauer, wenn man ihn trifft. Oh. Und das war der Gegner. Ich nehme mal gerne das Odashi mittlerweile. Oh, ein besserer Bogen. Elixier. Handschuhe. Und irgendwo hier ist ein Kodama. Moment. Ja, hier ist einer. Mit einer schwarzen Schale auf dem Kopf. So. Es gibt auch später noch die Fähigkeit Kodama gespürt. Die können auch auf Gegenständen auftauchen. Die zeigt euch oben rechts auf dem Kompass. Das ist ja keine Map in der Hinsicht, sondern nur ein Kompass. Zeigt euch dann Kodamas an und so weiter. Es gibt auch Schatzgespür und bla bla bla. Ja, hallo. You take on bandits, fiends. Just
Who in the world are you? Ja, man sollte auch öfters mit Leuten reden, wie hier bekommt man einen Gegenstand. Und ich würde sagen, wir sind langsam am Ende des Guides. Hier können wir jetzt einen Shortcut aufmachen und wir sind wieder ganz am Anfang. Also wo wir das letzte Mal gerastet haben. Da würde ich sagen, was heißt Guide, sondern zum Einsteiger-Guide von Nioh 2. Und ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen helfen. Wenn es euch was gebracht hat, dann würde es mich riesig freuen. Ansonsten könnt ihr auch gerne einen Kommi schreiben, wenn ihr Fragen zu irgendwas habt und überhaupt. Und ansonsten würde ich sagen, bin ich da mal raus. Ich habe euch jetzt genug gezeigt. Die Zeit ist um, wir haben jetzt bald eine Stunde auf dem Tacho. Also, dann wünsche ich euch viel Glück. Ich hoffe, ich konnte euch das Spiel ein bisschen näher bringen, konnte es euch ein bisschen erklären. Und ja, über ein Like würde ich mich natürlich sehr freuen. Das wäre geil fürs Video. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und eine letzte Sache noch, wenn ihr eure Hyperform aktivieren wollt, drückt ihr einfach Dreieck und Kreis gleichzeitig. Das geht so. Zack. Und dann ist das gut. Das kann man auch einfach abbrechen, indem man den Link, den R1 drückt und Kreis. Und dann funktioniert das. So, aber gut, dann sind wir durch für heute. Dankeschön fürs Einschalten. Wir sehen uns dann bald wieder. Und noch eine fancy Geste können wir doch auch machen, ne? So. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.